Diesen Lennart Kahn hier neben mir, den muss man eigentlich niemandem mehr vorstellen. Dirk von Petzold in seiner, kann man sicherlich so sagen, Paraderolle. Seit närrischen 33 Jahren verkörpert er das Oescher-Original. Durch seine Auftritte bei den Sitzungen wie den tierischen Ernst im Fernsehen ist der Lennart Kahn auch mittlerweile bundesweit bekannt. Aber so sah das dann am Samstag zum Ende der Sitzung aus, das Kostüm abgelegt und sicherlich auch innerlich ergriffen. Denn es war von Petzolds letzter Auftritt als Lennart im Fernsehen. Ein selbstgewünschter Abschied. Dirk von Petzold will von der großen Bühne abtreten. Eine Erleichterung für ihn, ein Verlust sicherlich für uns. Es ist schade, dass wieder so einer aufhört, so von dem Alter her war. Aber er hat es bis jetzt toll gemacht, wunderbar. Wir haben viele, viele Jahre haben wir ihn immer gesehen, ne? Und ich fand ihn sehr gut. Das ist der Lennart Kahn, das ist der Lennart, war auch der schönste Mann. Was so kleinst durch Aachen für eine Gestalt, mit Orden geschmückt, mit ehren Zeichen. Jeder kennt ihn in Aachen, den Lennart Kahn alias Dirk von Petzold. Seit 1985 verkörpert er den Lennart Kahn auf den Bühnen der Stadt und auch schon mal spontan in der Kneipe. Als hängen sie los wie ein Scharnieren. So ist er getrappelt bergauf und bergab. Die Domgrafen aber jubilieren. Und alle! Da ist der Lennart. Also wir sind ja generell eine sehr karnevalistische Familie und von daher war das für uns immer toll. Für mich war das immer toll, für meine Mutter genauso. Wir haben da immer viel unterstützt, viel mitgemacht, viel miterlebt und es war eine tolle Zeit. Er ist eine Ausnahmefigur. Ich bekomme immer wieder mit, wie hoch geschätzt er ist. Bei Jung und Alt und alle wollen ihn als Figur sehen, aber alle schätzen ihn auch als Menschen und das geht mir auch so. Hier ist Dirk von Petzold und heute mit hinreißender Begleitung von den Lennart Girls mit der Ballade Der Lennart Kahn. Bis auf wenige Ausnahmen trat er jedes Jahr auch bei der Verleihung wieder den tierischen Ernst auf und begeisterte nicht nur die Aachener, sondern auch die Gäste aus der ganzen Republik und seine Tochter auch. Ja, ich bin schon sehr stolz. Also es ist super schön, ihn da auf der Bühne zu sehen. Passt alles super, ja. Und traurig, dass er aufhört. Ja, sehr traurig. Aber es ist okay und ich finde es auch ganz wichtig, dass er das selber für sich entschieden hat, weil er immer gesagt hat, ich möchte nicht wie manch andere von der Bühne irgendwann runtergetragen werden und deshalb ist das alles schon gut. Dirk von Petzold, der hat so eine ganz eigene Farbe, ist so ein eleganter Typ, weit gereist, weltgewandt. Und ich finde das toll, wenn so einer dann sich so seiner Wurzeln so bewusst ist und das so klar auch artikuliert, auch meine Stadt, mein Herz, so, ne? Das hat mich immer sehr gefreut. Trotzdem, jetzt verlässt Dirk von Petzold die große Bühne. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich falle auch ein bisschen aus der Zeit mit der Art, wie ich gerne Karneval feiere. Und ich wollte auch verhindern, dass irgendwann irgendjemand sagt, es tut uns furchtbar leid, aber wir können sie nicht mehr gebrauchen. Bühne runter, aber in unsere Kleine ist er noch mal gekommen, Dirk von Petzold. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Wissen Sie noch, wie Sie sich da gefühlt haben in dem Moment? Ja, also ich sag mal, vor der eigentlichen Veranstaltung hatte ich also ein Lampenfieber wie immer. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich den Frack ausziehen konnte, da sind also 1000 Steine geplumpst und in dem Moment war ich auch mit mir völlig im Reinen. Ja. Das war dann in Ordnung. Geplumpst, weil dieser, das war ja ein großer Auftritt mit großem Abschiedslied. Ja. Weil das vorbei war oder weil Sie das gefühlt haben, nee, nach 33 Jahren, jetzt habe ich mich auch ein bisschen frei gemacht. Also erstens, weil ich nicht sicher war, dass ich die Emotionen wirklich im Griff hatte. Das war also das kurzfristige Aspekt. Der andere war, nach 33 Jahren sowas aufzugeben, ist das bewegt einfach. Und wenn Sie da nicht das Gefühl haben, dass das die richtige Entscheidung ist, dann wird das unangenehm. Also was mich, als ich das erste Mal jetzt gehört habe in dem Beitrag, auch so ein bisschen betroffen gemacht hat, dass Sie gesagt haben, na, ich habe das Gefühl, ich falle so ein bisschen aus der Zeit, Karneval zu feiern. Josef Jupp und Jüppchen oder Ihre Auftritte, die Leute stehen auf wie ein Mann
Und trotzdem haben Sie das Gefühl, das ist nicht mehr mein Karneval. Warum ist das? Weil ich das Gefühl habe, dass das, was für uns Grund und Anlass zum Karneval feiern war, nämlich die fünfte Jahreszeit, eine ganz spezielle, in der singt man Karnevalslieder. Und wenn es geht, auf Öscherplatt. Und wenn die Karnevalszeit vorbei ist, dann sangen wir auch andere Lieder. An Weihnachten singt man ja auch nicht Mallorca, Olé oder ich weiß nicht was. Das fehlt mir im heutigen Karneval ein bisschen. Das Familiäre ist so ein bisschen... Ja, und das Öscherherz, das dabei immer auch authentisch rüberkommen muss, das ist so ein bisschen untergegangen. Das heißt... Ich glaube nicht, dass ich etwas dagegen habe, dass die Leute sich auch im Zeitgeist bewegen. Aber man sollte die Wurzeln nicht ganz vergessen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Sie aufhören, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Lennet kann nicht mehr gesungen wird. Ich will es mir auch nicht vorstellen. Josef Jupp und Jüppchen werden auch nicht mehr weitermachen. Wie sehen Sie den Aachener Karneval mit dem Nachwuchs aufgestellt? Mir persönlich fällt niemand ein, wo man jetzt, wenn man von Lücken sprechen möchte, sagen könnte, okay, die können auch in den Saal gehen, die machen das auch so. Ja, die Frage ist, wird das noch gewünscht? Da bin ich mir nicht ganz im Klaren, aber Nachwuchsarbeit ist eine Sache, die man nicht auf Knopfdruck von heute auf morgen hinkriegt. Und wenn man nicht bewusst diese Art von Karneval beibehalten will, dann muss man diesen Leuten auch eine Chance geben und nicht Programme einkaufen, wo man also Kölner Kräfte hier nach Aachen holt, weil sie billiger sind, wenn man sie im ganzen Paket kauft, dann kriegen sie keine Nachwuchsleute mehr auf die Bühne. Also Sie plädieren auf jeden Fall klar wieder für Aachener Kräfte. Wie haben Sie gestern selber gefeiert? Ich habe, wie es sich gehört, den Rosenmontagszug am Theater auf einer Tribüne erlebt und bin anschließend auf die Veranstaltung der jungen AKV-Leute gegangen, zur Karnevale. Die Sie auch damals selber ins Leben gerufen haben, als AKV-Präsident. Genau, ja. Aber das vielleicht ganz kurz zum Schluss, den Lennet Kahn wird es noch geben, vielleicht aber im kleinen Kreis. Ja, mit Sicherheit. Also ich sag mal, wer ihn hören möchte und gerne alte Öscherplatt-Liedchen hören will, da gehe ich gerne hin. Und für mich war das immer ein Herzensanliegen, vor allen Dingen auch, in die Altersheime zu gehen und da zu singen. Und das, da bleiben Sie auch bei. Da bleibe ich auch. Und die große Bühne ist für Sie jetzt erstmal perdu. Danke, dass Sie bei uns waren und danke für die letzten 33 Jahre. Gerne geschehen. Dirk von Petzold.